Ja, aber Morla, das ist. Zurückeks. Zurückeks. Morlord, was hat der denn hier verloren? Sag bloß nicht, dass dieser Schuft hier dein Geschenk an sein soll. Um ehrlich zu sein, schon. Da fällt euch alles aus dem Gesicht, was? Aber jetzt mal im Ernst. Ihr könnt ganz beruhigt sein. Zurückeks dreht ganz sicher keine krummen Dinger mehr. Ach ja, woher diese Gewissheit? Weil ich ihm gehörig die Leviten gelesen habe. Darum. Wie bitte? Das klingt so gar nicht nach dem Morlord. Doch, doch. Wenn es um Gaunereien geht, hört der Spaß bei mir nämlich auf. Dann stehe ich auch endlich mal aus dem Bett auf. Also habe ich ihm eine Lektion erteilt, die sich gewaschen hat. Danach habe ich ihn um sein Ehrenwort gebeten, euch als Wiedergutmachung zu helfen, wo er nur kann. Ich habe nichts anderes von dir erwartet, Morlord. Es gab einmal ein Pokémon, das für seinen Gerechtigkeitssinn berühmt war. Dieses Pokémon hatte eine Vereinigung gegründet, deren Aufgabe es war, allen Halunken das Handwerk zu legen. Der Streiter für Recht und Ordnung, der an der Spitze eben jener Vereinigung gegen das Böse kämpft, war niemand anderes als unser verehrter Morlord hier. Hey, im Ernst? Wow. Ich kapiere es zwar nicht so ganz, aber ich finde es dennoch beeindruckend. Ich bin geil, ich finde super, den Charakter. Morlord, du bist kein ganz gewöhnliches Pokémon, kann das sein? Aber nein. Wo denkt ihr hin? Ich habe mir im Laufe der Zeit nur hier und da ein paar Tricks und Kniffe abgeschaut. Das ist alles. Obwohl einige zwielichtige Gestalten in bestimmten Kreisen meinen Namen damals durchaus fürchteten. Und das zu Recht. Aber Schluss jetzt mit der Selbstbeweihräucherung. Naja, lassen wir das. Es geht mir eigentlich um etwas anderes. Ich muss jetzt euch jetzt erst, nämlich erst etwas erklären, also spitzt schön die Ohren. Jetzt, da ihr ein Team gegründet habt, könnt ihr frei wählen, welche Mitglieder ihr zum Einsatz in die Dungeons erschickt. Dem Einsatzteam können höchstens 4 Pokémon angehören. Ich verstehe. Wir haben aber leider bereits 5 Mitglieder im Team. Einer von uns wird daher nicht mit auf Expedition gehen können. Ja, das 5. Mitglied bleibt zurück und wird derweil hier nach dem Rechten sehen. Noch etwas. Manchmal werden euch während eurer Kämpfe in den Dungeons einzelne Pokémon begegnen, die sich eurem Team anschließen wollen. Nehmt ihr sie in eurer Mitte auf, wird euer Team immer größer. Und solltet ihr die Mitglieder des Einsatzteams auswechseln wollen, dann sprecht mich einfach an. Ich regle das dann für euch. Belieber ist zurück. Oh, unsere Starterbox, wie es aussieht. Cool. Was ist das? Der Absender ist die Abenteuergilde. Als Empfänger sind wir eingetragen. Teddy hat die Kiste geöffnet. In der Kiste befinden sich ein Brief, ein Teambeutel sowie Abzeichen. Cool. Mal schauen, was in dem Brief steht. Liebe Mitglieder von Team Pokepakt, wir möchten euch mit freudige Nachricht übermitteln, dass ihr fortan offiziell als Team registriert seid. Anbei findet ihr eure formellen Abzeichen, die euch als Mitglieder eures Teams ausweisen. Wir hoffen sehr, dass sie euch zu Höchstleistungen anspornen werden. Mit freundlichen Grüßen, eure Abenteuergilde. Das war auch schon alles. Wow! Er kam zu glauben, wie schnell die unseren Antrag bearbeitet haben. Wäre das mal hier bei uns im Amt so. Was? Ja, das überrascht mich eigentlich nicht. Sie sind für Tempo und Effizienz bekannt. Ich werde euch dann mal etwas zu euren Abzeichen erklären, einverstanden? Diese kleinen Abzeichen werden an alle Mitglieder eures Teams verteilt. Die haben ja einen ganzen Berg an Abzeichen mitgeschickt. Reicht denn nicht ein einziges Abzeichen pro Mitglied? Wir sind ja nur 5, da brauchen wir doch nie und immer so viele. Nun ja, die Abzeichen sind ja auch für eure zukünftigen Mitglieder. Sie werden euch von großer Hilfe sein, wenn ihr sie alle fleißig tragt. Etwa beim Attackenausstieg. Attackenaufstieg? Kennt ihr beispielsweise die Attacke Blubber? Wenn ihr diese Attacke wieder und wieder einsetzt, wird sie mit der Zeit Blubber 2 und Blubber 3 aufsteigen. Okay. Kurzum, eure Attacken werden an Stärke gewinnen. Im Ernst?
Und der Attacken aufsteht, kommt zudem allen Pokémon zugute, die das gleiche Abzeichen tragen. Mit anderen Worten, das ganze Team profitiert davon. Das ganze Team? Wenn ich zum Beispiel wiederholt die Attacke Rückzugrieb einsetze, dann würde sie so zu Rückzugrieb 2 werden, aufsteigen, versteht ihr? Auf diese Weise stünde Rückzugrieb 2 auch allen anderen Mitgliedern des Teams zur Verfügung, die Rückzugrieb beherrschen. Emolga, du kannst Rückzugrieb ebenfalls einsetzen, nicht wahr? Nehmen wir dich daher als Beispiel. Angenommen, du lässt Rückzugrieb nicht selbst aufsteigen, dann wärst du so dennoch in der Lage, Rückzugrieb 2 zu benutzen. Ohne auch nur einen Handschlag für den Attackenaufstieg getan zu haben. Das meint er, als er sagte, das ganze Team profitiere von den Abzeichen. Zum Teilen gehören aber immer zwei. Und ich wüsste nicht, warum ich den anderen Teil, warum ich mit anderen teilen sollte, ohne mich. Emolga, solltet ihr mehr über Attacken wissen wollen, dann lasst euch einfach alles Wichtige von Zurukex dort drüben erklären. Oh, und falls ihr Attacken vergessen bzw. euch wieder an Attacken erinnern wollt, dann seid ihr bei ihm ebenfalls an der richtigen Adresse. Damit ist noch nicht genug. Ihr könnt nämlich auch Erfahrungspunkte teilen. Wenn ihr Pokémon in den Dungeons besiegt, erhaltet ihr Erfahrungspunkte. Von nun an aber werden aber selbst Mitglieder, die nicht eigens in den Dungeon gehen, sondern auf euer Zuhause Acht geben, Erfahrungspunkte erhalten. Das ist cool. Der letzte Nutzen, den euch die Abzeichen bescheren, sind die Teamfähigkeiten. Die Einzelheiten erspare ich euch an dieser Stelle zwar, aber merkt euch einfach, dass es zahlreiche Fähigkeiten gibt, die euch bei euren Abenteuern behilflich sein können. Und genau wie beim Attackenausstieg profitiert das ganze Team davon. Das wäre eigentlich alles, was ich zu sagen habe. Es war sicher ein bisschen viel auf einmal, stimmt? Aber ich bin mir sicher, dass sich das meiste von selbst erklären wird, wenn ihr erstmal anfangt, Jobs zum Infobrett zu erledigen. Du bist so nett zu uns, Morlot. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank für alles, Morlot. Nun denn, alle zusammen. Vom heutigen Tag an sind wir also ein echtes Team. Lasst uns daher unser Bestes geben. Jawohl. Ja, sicher doch. Ganz meine Meinung. Sehr wohl. Cool. Wir sind endlich ein Team. Willkommen bei Morlots Verwaltung. Hier kannst du dein Team organisieren. Jo. Ist okay. Ah, okay. So, Dummiesel. Ah, okay. Emolga im Einsatzteam, bitte. Level 20 ist Viridium schon. Emolga schon Level 15. Also, sind wir echt underleveled? Also, hätten wir jetzt überlegt, Leute. Ist Viridium eigentlich ein legendäres Pokémon? Das kommt mir irgendwie so ein bisschen davor. Aber egal. Kann ich auch Teddy schon rausnehmen? Nee. Okay, und Doki auch nicht. Na, okay, alles klar. Ich hätte jetzt gesagt, das ist unser Team. Unser restliches Team für das komplette Spiel. Ich finde Emolga ein ziemlich cooles Pokémon. Erstmal hier im Spiel, schon vom Charakter her, von der Art des Charakters her, ziemlich cool. Es ist ein Elektroflug-Pokémon, das heißt, es passt eigentlich ganz gut ins Team rein. Und es sieht süß aus. Und es ist, soweit ich weiß, auch relativ stark. Ich mag es. Ich weiß nicht warum, aber ich mag es. Wir sind dann also ein Drache, später schätzungsweise Drache-Flug. Ich weiß jetzt nicht, was sich Milze alles entwickelt. Müsste ich mal nachgucken. Teddy wird auf jeden Fall zu Feuerkampf. Dann haben wir noch einen Elektroflug. Ist ganz cool. Würde ich so als Endteam sagen. Wenn ich noch im Laufe der Zeit ein cooles Pokémon sehe, wo ich denke, okay, das ist so geil, ich will das im Team haben, dann werde ich es natürlich noch austauschen, sag ich mal, ne? Wisst ihr Bescheid. Aber im Prinzip hätte ich gesagt, okay, das ist jetzt unser Team. So will ich das jetzt weiter erstmal durchziehen, sag ich mal. Und ja, gucken wir mal bei Zurukex. Was ist bloß nämlich gefahren? Dass ich mich hier so zu sowas herablasse. Jo. Na, hast du mir was zu beichten? Ja, schon gut, ich habe verstanden. Ich spiele ein schmutziges Spiel ja mit. Also dann,
Hereinspaziert. Bei Zurokex Attacken gibt es alles, was das Herz des Attackenliebhabers höher schlingen lässt. Willkommen bei Zurokex Attacken. Ich habe ja leider keine andere Wahl, als euch Torfnasen ab heute hier mit Attacken auszuhelfen. Habe ich mich da eben verhört? Oh, Verzeihung. Ich meine natürlich, ich habe große Ehre, euch bei euren Attacken mit Rat und Tat zur Seite zu stehen zu dürfen. Mit Rat und Tat, ja. Und was genau meinst du damit? Naja, ihr wisst schon. Euch dabei helfen, neue Attacken zu lernen oder alte zu vergessen. Wie bitte? Ihr wollt wissen, wie ich das anstelle? Tja, das ist mein Geheimnis. Und ich werde das euch bestimmt nicht auf die Nase binden. Ihr könnt euch natürlich auch erklären, wie ihr Attacken aufstufen könnt. Das heißt, falls ihr es überhaupt wissen wollt. So, das war alles von mir. Steht zu euren Diensten, bla bla bla, ihr wisst schon. Okay. Das ist cool, dass Zurokex jetzt noch so eine Rolle in dem Spiel kriegt. Das ist schön. Erinnern, was haben wir denn so an Erinnerungsattacken hier? Doki. Es gibt keine Attacken. Okay, hätte sein können. Was hat denn Teddy noch? Nur Schnüffler, okay. Ich weiß gerade gar nicht die Attacken von Emolga. Rutenschlank oder Lade... Rutenschlank. Rutenschlag oder Ladevorgang. Brauche ich schätzungsweise jetzt beides nicht? Ich müsste jetzt erstmal gucken. Statistik. Teamfähigkeiten gerne. Haben wir keine. Okay, die leveln wir dann wahrscheinlich, je mehr Jobs wir erledigen. Was hat denn Emolga so für Attacken? Ruckzuckhieb, Donnerschock, Funkensprung und Doppelteam. Doppelteam ist tatsächlich ziemlich geil. Das heißt, ich werde es definitiv anlassen. Es hat ansonsten nur Elektroattacken. Die aber, also momentan ist es okay. Akzeptiere ich. Also es sind gute Attacken. Mal sehen, was es noch so für Attacken lernt. Mal sehen, was das Endkit sein wird. Ich bin so jetzt auf jeden Fall erstmal zufrieden. So, definitiv. Vitalorb kann ich ablegen und Schlaforb ablegen. Auf jeden Fall zufrieden doch. Geld. Ablegen. So. Gucken wir uns mal hier Jobs an. Ups. Ja. 5 Seiten gibt es, okay. Gebirgfahrt. Waren wir beim Gebirgfahrt und bei der Hainhöhle schon? Warte mal, was haben wir denn alles für Dungeons? Jetzt kommen wir... Ah, okay, hier kommen wir zu unserem Paradies. Okay. Also hier oben können wir noch nichts wirklich weitermachen vom Haus. Links vom Haus haben wir auch nichts, okay. Wo sind Viridium und Dummiesel? Chillen die in unserem Haus oder wo chillen die? So, hier komme ich zu dem Attackenportal, okay. Hier ist noch nichts. Mal sehen, was da noch hinkommen wird. Hier ist auch nichts momentan. Wo kommen wir hier eigentlich hin? Nirgends, okay. Was sagst du? Er soll wieder auf Reisen gehen, um dazu zu lernen. Ich gehe in den Dungeon. Da kann ich sicherlich meine Fähigkeiten verbessern. Doki, du und deine Freunde, ihr solltet Jobs absolvieren. Geben wir alle unser Bestes. Jo. Ich guck mal kurz, was wir für Dungeons alles haben. Ah. Okay. Die Hainhöhle ist neu. Und der Gebirgspfad ist neu. Dann könnten wir doch theoretisch auch gleich da Quests erledigen, ne? Würde ich sagen, Hainhöhle erstmal. Ja, doch. Ansehen. Kommt drauf an, was wir da jetzt so haben. Hainhöhle, finde das Item Rätselbox. Wäre ziemlich dringend. Finde das Item ist... Wir müssen das Item in den Dings finden, ne? In den Dungeon. Alles klar, ich glaube, das dürfte man hinkriegen. Ich bin ein Fan von Zebritz. War das Zebritz hier? Bitte sag es mir. Sag mir, dass es so ist. Ich hoffe, das ist keine Eskorte. Okay. Einfach nur retten. Und einfach nur retten. Okay, hier müssen wir das Item finden. Später erledigen. Nein. Abbrechen. Kann ich auch was markieren?
Kann ich, wie es aussieht, nicht nehmen. Die Textgeschwindigkeit geht mir halt so auf den Sack, ne? Nein, 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 nein! Nein, das will ich noch nicht! Okay, oh, alles klar, hat sie, okay. Okay, ich weiß es nicht, ob die alle so abgespeichert werden jetzt. Ich guck mir das gleich mal an. Jetzt, ja, okay. Jobliste. Nein. Okay, werden trotzdem alle. Hoffentlich laufen trotzdem alle. So gibt's hier. Nein. Oh. Ups. Post. Mitteilung. Mit der Passantenpost kannst du anderen helfen hier. Okay. Ja, es ist okay. Ein Stück Item. Oh, ein Belebersamen. Okay. Ja, ich möchte den Street Pass gar nicht benutzen. Okay, gut. Alles klar. Okay, jetzt könnten wir in die Dungeons gehen. In die Hainhöhle. Und die Quests zu machen. Oh, ich sehe jetzt gerade, wir haben da rechts auch eine Karte. Cool. Okay, gehen wir nochmal mit. So. Ich würde gern alle gleichzeitig übernehmen, geht das nicht? Ich kann sogar nicht nach Lohn filtern. Steht da X. Okay, dann will ich. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Rätselbox-Ding. Ja. Ich hoffe, es werden alle gleichzeitig angezeigt. Das wäre natürlich viel besser. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's erstmal vorerst, würde ich sagen. So, ja, ganz stumpf, ne? Ich kann jetzt schon mal was dazu sagen. Ich find's cool, wie es abläuft, dass halt normal storymäßig wieder alles vorangetrieben wird, so auch mit dem Team erstellen und so, dass halt Viridium beigetreten ist, hätte ich jetzt nicht erwartet. Die Art und Weise mit diesen Attacken aufwerten finde ich ziemlich cool. Hätte ich mir gewünscht, dass es das schon in Pokémon 1 gegeben hat. Weil da habe ich ja bei Shiggy zum Beispiel Blubber über das ganze Game behalten. So, und ich habe diese Attacke nur, also viel benutzt. Und dann hätte ich das safe übel gut aufwerten können. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Und dass das jeder dann kriegt für dieselbe Attacke, finde ich auch um einiges geil. Ich bin mal gespannt, was da noch kommen wird. Wie gesagt, das mit dem Molga und so, das ist jetzt erstmal unser Teammitglied. Das bleibt einfach erstmal so bestehen. Und ich guck mal, vielleicht kommt da noch ein cooles Pokémon oder so. Ich werde auch mal nachgucken, wie sich Milza entwickelt, ob es, also welchen Typ es im Endeffekt haben wird. Ich schätze mal Dracheflug. Ich weiß es aber nicht, ich muss mal nachgucken, wie gesagt. Ich bin gespannt, wie das Spiel noch so weiterlaufen wird. Ich kann ja schon mal speichern zum Hauptmenü zurücklehnen. Und ich finde das mit Zurukex cool. Dass das so. Oh, lol, okay. Ihr seht, uns fehlen jetzt nur noch 4 Interaktionen. Dann haben wir das Spiel vielleicht schon durch. Schätzungsweise. So. Also, so die Story meine ich. Weil das war ja in Mystery Dungeon 1 und 2 auch immer so, dass da immer alles angezeigt wurde, welche Pokémon zur Story gehörten dann im Endeffekt. Wir haben jetzt halt schon Streboli und die Gladiantri? Hießen die so? Ich glaube schon. Ich bin mal gespannt, wie das alles noch so wird. Oh, wir können unser Teamnamen sogar ändern. Lol. Cool.
Krass. Hier seht ihr, es gibt keine, kein Optionsmenü. Das heißt, ich kann die Textgeschwindigkeit leider nicht erhöhen. Was ich echt nervig finde. Aber naja, ist halt so. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das Spiel sich noch entwickelt. Auf jeden Fall bis hierhin gefällt es mir sehr, sehr gut. Ich bin echt, doch, ja, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wenn ja, bewertet die Parts. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Out. Da rein!